ist ein sehr großer Saal, der Festsaal des Rathauses Ende des 19. Jahrhunderts ist das Haus gebaut. Was schätzt ihr? Wer traut sich? Wer ist gut im Schätzen? Wie viele Quadratmeter kann dieser riesige Saal haben? Schaut einmal, wer ist ein super Schätzer? Was meinst du? Über 1000 stimmt, ja. Wer will es jetzt noch genau sagen? Nein, da war das erste näher dran. Du mit dem Weißen. Na, jetzt sind wir schon, es ist wie heiß. Ein Tipp noch. Heiß, sie ist schon sehr heiß. Wie? Ja, 1400. Jetzt seid ihr ganz nahe dran gekommen. Also ihr könnt es euch vorstellen, manche Eltern von euch haben ein Haus mit Garten. Da könnte man also 4 Parzellen mit 350 Quadratmeter und Einfamilienhäuser unterbringen. Es finden Bälle statt und oft Sitzungen und Vorlesungen. Ich begrüße euch herzlich. Ich organisiere diese Vorlesungen heute mit einem ganz spannenden Gast. Der Herr Professor Schmidtmeier unterrichtet an der Technischen Universität. Er heißt Jörg. Er hat das Doktorat gemacht und dann die Qualifikation, damit man als Forscher tätig ist, heißt Habilitation. Die hat er bei einem auch großen Professor für Experimentalphysik gemacht, der den Spitznamen Mr. Beam hat. Beim Professor Zellinger hat er sich habilitiert und hat an großen Forschungsinstituten, dem Massachusetts Institute, dem CERN und in Harvard unterrichtet. Jetzt gerade kommt er aus Tokio, da hat so geschneit, also es ist gerade ausgegangen, morgen ist er in Oxford, man sieht, das ist auch ein spannender Job, wenn man an einem interessanten Thema arbeitet. Ich begrüße dich herzlich und wir freuen uns auf deinen Vortrag und wir sehen, da brodelt es schon, also so wie man sich's von der Experimentalphysik erwartet, da wird was ausprobiert, dann weiß man mehr über die Wirklichkeit. Schön, dass du da bist. Ich gebe dir das Wort. Ja, so. Ja. Herzlich willkommen, alle miteinander. Vielleicht die ganz hinten sitzen, setzt sich da herüber, denn da kann man die Versuche besser sehen. Ja? So, ich wollte euch einfach erzählen heute ein bisschen was über Temperatur. Was ist denn eigentlich Temperatur? Und dann auch ein bisschen was erzählen, warum Physiker sich darum mitspielen, einfach Sachen kälter und kälter und kälter zu machen und was man damit lernen kann, wie man das tut. Und dann haben wir gedacht, wie mache ich Atome kalt? Ja, also so kalt, dass sie praktisch einfach in Ruhe sind. Und gut, fangen wir die erste Frage. Wer weiß, was sind denn Atome? Da gleich. Schauen wir mal, wer. Genau. Atome sind die Teilchen, aus denen alles besteht. Ja. Wisst ihr, was das auch heißt? Vielleicht, wer hat. Was heißt Atom? Von wo kommt das Wort? Wer weiß das? Ja. Aus dem griechischen Wort Atomos, das heißt unteilbar. Genau, super, super. Sehr gut, ja. Genau, das kommt. Die Leute haben sich damals überlegt, irgendwann mal, wenn ich etwas teile, irgendwann muss ich zu etwas kommen, was unteilbar ist. Ja? Und das haben sie damals Atome genannt. Und irgendwann mal in der Chemie hat man herausgefunden, dass es doch Sachen gibt, die halt nicht teilbar sind. Und das sind also die kleinsten Bausteine, aus denen unsere Stoffe bestehen. Man kann die Atome nachher dann noch kleiner und kleiner zerteilen, aber wenn man jetzt nur einfach unsere Stoffe nimmt, als Wasser und ein Metall oder Luft und so weiter, und es auch immer kleiner und kleiner teilt, irgendwann einmal kommt man zu Atomen oder Sachen, die mit Atomen verbunden sind, mit Molekülen, und die sind unbeschreiblich klein. Ja? Die sind so klein, dass wenn man 1000 mal 1000 mal 1000 Atome zusammengibt, dass das nur ungefähr so groß ist. Das ist ganz ein kleines Bild. Die Physiker schreiben das immerhin so mit
ganze Einheiten, das nennt man, die Größe von einem Atom ist ungefähr, das nennt man ein Angström, weil der Herr Angström sozusagen jemand war, der mit den Atomen sehr viel herumexperimentiert hat und eine so eine Größe da wirklich definiert hat. Aber diese Atome sind nicht nur was man sich irgendwie vorstellt, sondern die kann man wirklich sehen. Und ich habe euch da mal ein paar Bilder gebracht. Man kann die mit einem guten Elektronenmikroskop, kann man, wenn man mit sehr, sehr hoher Auflösung ist, sieht man einzelne Atome, zum Beispiel in Siliziumkristallen. Oder man kann einzelne Atome nehmen, mit einer kleinen Spitze und die hin und her bewegen und einfach aufrichten und so etwas bauen, wie so einen Ring bauen. Und dieser Ring ist jeder einzelne Punkt, ist ein einzelnes Atom, ich glaube, es ist ein Bleiatom, das man in der Siliziumoberfläche seiner Ding und sitzt. Und die Atome werden einfach genommen und damit kann man Sachen bauen. Das sind die allerkleinsten Lego-Bausteine, die man sich vorstellen kann. Ja? Das heißt, unsere Atome sind sozusagen diejenigen Teile, aus denen unsere Welt besteht, und was ganz wichtig ist, sie sind auch diejenigen Dinge, die wir am genauesten kennen. Ja? Und zwar die wir so genau kennen. Jeder von euch, jeder, verwendet das täglich tausende Male. Denn nur dadurch, dass wir diese Atome so genau kennen, können wir Zeit so genau messen, dass wir ein GPS verwenden können, dass wir wissen, wo wir uns in Position sind, dass wir einfach ganz schnell kommunizieren können. Ohne das Internet würde nicht funktionieren, wenn wir nicht die Zeit durch die Atome so genau gemessen haben. Ja? Das ist eine ganz wichtige Sache. Das Zweite ist, genau, jetzt habe ich schon, wozu brauchen wir die Atome? Noch ein paar Fragen, genau, Werte. Dass jeder darf auch einmal dran kommen, sozusagen. Da ist jemand da. Genau. Weil sonst würden wir eigentlich gar nicht mal so leben, weil wir bestehen aus Atomen. Genau, wir bestehen aus Atomen. Das eine ist wichtig, genau. Was noch eine andere? Was meinst du? Atome sind. Also, erstens, wir würden unser Körper jetzt nicht existieren und auch die ganze Welt, das ganze Universum, alles, einfach so gut wie alles würde nicht existieren. Ja. Zum Beispiel Galaxien, Sonnen, Planeten, alles würde nicht da sein. Noch eine? Wer hat noch eine Möglichkeit? Ist jemand da? Einfach weitergeben noch. Wenn man mal davon absieht, dass das ganze Universum nicht existieren würde, dann würde ich sagen, Lebensmittel bestehen auch aus Atomen. Genau. Und wer hat noch eine Idee? Wozu brauchen wir noch Atome? Gibt da? Ich wollte sagen, dass es nicht nur Atome gibt, es gibt auch andere Bestandteile, aus denen das Universum besteht. Also wenn die Atome verschwinden würden, würden wir verwechseln, aber die anderen Bestandteile nicht, zum Beispiel dunkle Materie oder dunkle Energie. Das muss man mal schauen, ob das stimmt. Ja? Da muss ich es erst einmal finden. Ja? Richtig. Gut. Genau. Vielleicht gehen wir das mit den nächsten Fragen, kommen wir dann da drüben. Also wozu verwenden wir Atome? Erst einmal, genau, die Atome sind der Aufbau der Materie, die Chemie, alles was wir haben, die ganze Welt sozusagen besteht aus Molekülen, sind aufgebaut aus diesen Molekülen. Aber das andere ist auch, dass die Atome, wie gesagt, sind die genauesten verstandenen Objekte. Und wenn man das ganz genau versteht, dann kann man es dazu verwenden, etwas damit zu messen. Wenn ich eine Länge messen will, muss ich wissen, dass der Meter ein Meter ist. Ja? Weil wenn jeder einen anderen Meter hat, dann misst man in Linz einen Meter und dann misst man in Rom einen Meter und das ist gerade was anderes. Ja. Muss sozusagen einen Standard haben, mit dem man sagen kann, wie groß oder wie lang oder wie schnell irgendetwas ist. Und praktisch unser gesamtes System, mit dem wir Größen messen, praktisch alles, was wir messen, basiert darauf, was wir von den Atomen kennen. Das heißt, unser gesamtes Maßsystem, dass wir irgendwo auf dem Planeten Erde sagen können, ein Kilogramm ist ein Kilogramm, ein Meter ist ein Meter, eine Sekunde ist eine Sekunde und alles, was sich daraus ergibt, beruht darauf, dass wir die Atome so genau verstehen und dass wir diese so genau messen können. Ja? Und zweitens,
weil wir sie so genau verstandenen Objekten sind, war das Verständnis, wie diese Atome funktionieren, das ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie unsere Welt wirklich funktioniert. Ja? Also sehr, sehr viele Dinge, die jetzt total selbstständig sind, haben wir im Laufe der letzten 200 Jahre verstanden dadurch, indem wir verstanden haben, wie Atome wirklich funktionieren. Ja? Und in der Hinsicht ist es sozusagen eine ganz, eine wichtige Sache. Die andere Frage, die wir stellen wollen, was ist eigentlich Temperatur? Vielleicht fangen wir mal da drüben an, auf der drüberen Seite mit Fragen, genau. Das ist auch manchmal so wie bei der Tagesschau, die Temperatur, morgen wird es ein bisschen kalt und die Sonne scheint auch ein bisschen und die Temperatur, ob es kalt ist und warm oder es ein bisschen Gewitter ist, die Temperatur, ja. Genau, die Temperatur sagt, ob es kalt ist oder warm ist, genau, was haben wir? Die Temperatur ist eine Messung, ja. Womit man etwas messen kann. Ja. Was misst man da bei der Temperatur? Was? Da misst man die Wärme oder die Kälte. Das ist Wärme und Kälte, genau. Und was ist Wärme und Kälte? Vielleicht könnt ihr irgendwie was vorstellen, was ist denn das Temperatur? Ist da noch einer? Die Teiler wissen immer alles, das ist. Dass jemand anderer auch weiß, da hinten ist, da hinten genau das Stück. Genau. Der wisst da vorne, der wisst ja alles, das ist schon. Lass uns erst noch einmal fragen. Genau, was ist Temperatur? Das ist, wenn es wärmer und kälter wird. Und wenn der Schnee kommt. Ja. Wenn es null ist, ist es, wenn es dann ist irgendwann nicht null, wenn dann minus irgendwas ist, ist es trotzdem der Nullpunkt. Gut. So, wer hat noch eine? Machen wir noch eine Frage da, genau. Eine Antwort, genau. Temperatur ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Teilchen bewegen. Okay, ja, sehr gut. Das Temperatur hängt dafür zusammen, wie gesagt, heiß und kalt. Wir haben da die verschiedenen Dinge gesehen. Das heißt, wir haben jetzt einmal Temperatur. Temperatur ist ungeordnete Bewegung. Ja? Also wenn sich etwas schnell, je nachdem wie es bewegt oder nicht, dann haben wir zum Beispiel sein Beispiel, das ihr auch im Internet finden könnt, wenn man da sich anschaut. Irgendwelche Atome, das sind die roten und blauen Dinge, sind Atome und die bewegen sich hin und her. Ja? Und die bewegen sich total ungeordnet, wie ihr seht. Ne? Und Temperatur ist ein Maß für diese ungeordnete Bewegung. Temperatur ist ein Maß für die Bewegung. Und je heißer es ist, desto schneller ist diese, desto ungeordneter ist diese Bewegung. Und je kälter, desto weniger geordnet ist diese Bewegung. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, es gibt Gas, es gibt Flüssigkeiten und es gibt Festkörper. Wie muss ich das vorstellen? Die Temperatur in einer Gas kann man sich relativ leicht vorstellen. Wird da die Atome fliegen einfach hin und her. Ja? Die Atome fliegen einfach hin und her und können sich unter. Aber in einer Flüssigkeit, stellt euch vor, das ist so, wenn jetzt da im großen Saal hier ungefähr 100 Kinder sind und die dürfen hier herumlaufen, dann kann jedes frei herumlaufen und sich schnell herumlaufen, das ist wie ein Gas. Wenn in dem Saal hier vielleicht 1000 Leute sind, bei einem Ball oder wo, dann sind die alle, dann können sie die auch bewegen, aber da rollen sie die ab sozusagen aufeinander. Sie können sie nicht richtig weit bewegen. Dann ist das wie eine Flüssigkeit, das ist eine ungeordnete Bewegung in einem engen Kontakt. Und was ist, wenn einer so fester Körper ist, wie da das Holz? Das ist, man stellt sich vor, alle Leute hängen sich ein. Ganz fest einhängen, sodass sie nicht bewegen können. Und trotzdem können sie sich dann ein bisschen hin und her bewegen und zittern. Und je stärker sie zittern, desto wärmer ist das. Das heißt, man hat immer eine ungeordnete Bewegung. Die Temperatur ist eigentlich ungeordnete Bewegung. Ja? Ist nicht geordnete Bewegung, wenn zum Beispiel ein Auto ganz schnell irgendwo fährt und fliegt alles in die gleiche Richtung. Das ist nicht Temperatur. Aber wenn das Auto irgendwo gegen eine Wand fährt, ja,
und dann die ganze Bewegung in ungeordnete Bewegung gebracht wird, dann wärmt sich das ein bisschen auf. Ist das eine ungeordnete Bewegung. Und heiß ist sozusagen schnell und kalt ist langsam. Ja? Und wir können da gibt es eine ganz lustige Geschichte, und das kann ich einmal da zeigen. Das könnt ihr auch im Internet nachschauen, da gibt es so gibt's im Internet findet man viele solche Grafiken, mit denen man herumspielen kann. Und da haben wir jetzt zum Beispiel etwas, ein Gerät, da können wir ein bisschen Gas hineindrücken. Mit einer Pumpe schickt man da ein Gas hinein. Ein paar Atome hineingeschickt und die bewegen sich ganz ungeordnet. Jetzt haben wir eine Temperatur, wir haben ungefähr 300 Grad Kelvin, also ungefähr eine Temperatur. Jetzt können wir es ein bisschen aufheizen. Das Ganze, ne, wird immer schneller und sich schneller und schneller und schneller bewegt. Oder wir können es abkühlen. Da bewegt sich langsamer und langsamer und langsamer. Ja. Und dann könnt ihr ausprobieren, kann man noch mehr hineingeben. Wenn es zu viel ist, dann kann man das ein bisschen aufheizen. Immer wärmer und wärmer und dann irgendwann mal geht der. Topf. War es zu heiß, ist der Topf hochgegangen. Ja. Da könnt ihr herumprobieren. Und da ist überall, ich habe eine Liste aufgelegt und viele von diesen, da gibt es ja viele so Webseiten, wo ihr einfach nachschauen könnt und da findet ihr viele, viele von solchen verschiedenen Dingen, wo man das einfach ausprobieren kann und selber herumspielen kann bei diesen Dingen. Das heißt, Temperatur ist ungeordnete Bewegung. Es gibt da natürlich einen Punkt, wenn es keine Bewegung mehr gibt, wenn alles stillsteht. Ja? Und der Punkt dort, wo alles stillsteht, den nennt man den absoluten Nullpunkt. Die kälteste Temperatur, da steht alles ganz still. Ja? Und diese kälteste Temperatur, das sind minus 273,15 Grad Celsius. Ja, das nennt man Null. Die Temperaturen, ist der absolute Nullpunkt. Es kann praktisch nicht kälter werden. Das dann, weil dann steht alles ganz, ganz fest und still. Wer hat eine Frage? Es gibt nur Lebewesen, die halten das bis ganz knapp davor aus, also Bärtierchen halten das aus, also manche Arten, es gibt ja ganz viele, die können ein paar Grad Celsius bis über den Grad überleben und sterben trotzdem nicht. Das ist irgendwie. Ja, es gibt schon Lebewesen, aber bei minus 273 Grad, ja, dort kann nichts mehr leben. Zumindest wissen wir es nicht. Ich glaube, es gibt momentan gibt es keine davon. Noch eine? Du noch eine Frage? Temperatur hat auch etwas mit dem Raum zu tun. Dem Raum? Weil im Raum bewegen sich ja auch die Teilchen, und wenn sie sich im Raum bewegen, heißt das auch, dass sie etwas mit der Raumzeit zu tun haben? Ja, die bewegt sich natürlich, alles bewegt sich, alle Bewegungen sind im Raum. Ne? Ohne eine Zeit brauche ich immer, sonst kann ich keine Bewegung haben. Ich muss immer anfangen und woanders, und die Bewegung ist, ich komme von einem Punkt in den anderen. Ja. Genau, das. Ja. Wir haben jetzt einmal, die Atome sind schnell, und weil es heiß ist, die sind langsam, wenn es kalt ist. Wer weiß denn an und für sich, wie schnell sind Atome? Nehmen wir an, wie schnell, wenn wir jetzt die Atome, die in der Luft sind, Stickstoffmoleküle und Sauerstoffmoleküle, hat irgendjemand eine Ahnung, wie schnell sind die? Wer weiß, wie schnell sind die? 100 km/h.
100 km/h, okay. Wer hat noch andere Ideen? Ja? 1000? 1000 km/h, okay. Noch eine Idee? Oder 4000? Und da? Na, so Raumtemperatur. So jetzt wie hier ungefähr. Ja, also, genau, wie, aber wie schnell ungefähr sind die? Habt ihr noch ein paar? Wie schnell? Wer mag noch ein paar Zahlen sagen? 1 Kilometer. 1 Kilometer pro. Was? Pro. Pro Stunde. 1 Kilometer pro Stunde. Okay. Noch ein paar. Oder machen wir noch ein. Ja, da. Was? Wie viel? 50 km/h. 50 km/h, okay. Gut, also da war einer mal ganz, ganz in der Nähe. Die Atome bei Luft bewegen sich mit 400 Meter pro Sekunde, mit 1500 Stundenkilometer. Das ist rundherum hier, alle Moleküle bewegen sich 1500 Stundenkilometer, müsst ihr euch vorstellen. Das ist viel schneller als der Schall. Das heißt, die würden, weißt du, der Raum ist, wie lang ist der? 80 Meter oder so? Ja, so oder 100. Die gehen 5 Mal in der Sekunde, fliegen sie durch den Raum. Ja? Jetzt kann man sich natürlich wundern, warum spüre ich das nicht? Im Prinzip spüren wir das natürlich, der Druck, der Luftdruck ist genau das. Das ist genau diese Geschwindigkeit, wie diese Moleküle auftreffen bei uns. Nur, die Luft ist so dicht, dass jedes Molekül nur ungefähr ein Tausendstel eines Millimeters weit fliegt, bevor es mit einem anderen zusammenstoßt. Ja? Darum fliegt die nicht sicherlich von einem Punkt zum anderen und wieder zurück auf einmal, sondern die stoßen so oft zusammen, dass wir das eigentlich gar nicht merken. Aber die Moleküle sind unheimlich schnell. Ja? Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was möchte ich denn, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt mir ein Atom anschauen möchte, ein Molekül anschauen möchte, und es fliegt mit 1500 Kilometer pro Stunde an mir vorbei, da kann ich nicht lange hinschauen. Ja? Das heißt, um jetzt genau unsere Atome anzuschauen, haben sich Physiker überlegt, seit sehr, sehr langer Zeit, seit hunderten Jahren, wie kann ich denn Sachen abkühlen? Wie kann ich sie kalt machen, damit ich sie länger anschauen kann? Damit sie langsamer sind. Und jetzt können wir uns einmal vorstellen und ganz einfach ausrechnen, also warum möchte ich denn irgendwas kalt machen? Ja? Genau, warum möchte ich es dann kalt machen? Ja? Jetzt ein paar Fragen. Ja? Weil Atome langsamer werden, wenn es kalt ist. Damit sie langsamer werden, genau. Vielleicht noch da jemand? Weil man will sie länger anschauen. Genau, ein bisschen länger. Jetzt können wir einmal nachschauen. Stellt euch vor, könnt ihr herausfinden, was da passiert? Wenn ich das jetzt einmal, stellt euch vor, dass wenn das viel zu schnell ist, wisst ihr, was da passiert? Hier kann ich überhaupt nicht sehen, was da passiert, weil das ja noch viel zu schnell abläuft. Ja? Was denn da wirklich passiert ist. Das ist irgendein Fußballspiel. Und was da wirklich passiert, wenn das so schnell abläuft, weiß ich, habe ich überhaupt keine Chance. Ne? Dagegen. Wenn ich es jetzt langsam anschaue, die Zeitlupe, wenn ich es abkühlen würde, dann sehe ich plötzlich, was da passiert. Upp, der erwischt den Ball nicht mehr, ne? Da kann ich da plötzlich ganz genau schauen, oh, und das war ein Tor, ja? Das war alles in dem anderen drinnen, ja? Hat man natürlich überhaupt nicht gesehen. Und in dem Moment, wo man das langsam macht, wo man Atome langsam macht, da kann man sozusagen anschauen, was wirklich passiert. Ja? Das heißt, daher müssen wir versuchen, Atome langsam zu machen, kalt zu machen, damit wir sie genau anschauen können, damit wir genau feststellen können, was denn wirklich Atome machen. Die Frage ist, wie kalt ist jetzt kalt?
Raumtemperatur, haben wir gesagt, ist 300 Grad Kelvin, oder Raumtemperatur ist ungefähr, das sind 400 Meter pro Sekunde kalt. Jetzt kann man das abkühlen, wenn ich die Luft abkühle, dann wird sie bei 77 Grad, das sind ungefähr minus 200 Grad Celsius, wird sie flüssig. Und da in dem Ding drinnen, das können wir danach schauen jetzt gleich, da haben wir eine flüssige Luft drinnen, die haben wir aus dem Labor mitgenommen. Ja? Da ist eine Flüssigkeit drinnen, das ist flüssige Luft. Ja? Und man sieht, dass es ganz kalt ist, wenn man da minus 200 Grad, sehen Sie da, wie das, das kann man da rauslaufen. Ja? Und wenn man das drauf, wenn man diese flüssige Luft da runterläuft, dann schwimmt sie so auf dieser warmen Oberfläche einfach drauf. Habt ihr quasi ausprobieren könnt, wenn man eine heiße Herdplatte nimmt, aber eine heiße Herdplatte nimmt und einen Tropfen Wasser drauf gibt, dann schwebt er auch, dann läuft er auch rundherum, weil er verdampft. Dann nimmt man flüssige Luft und das schwimmt so lang da herum. Ihr könnt schauen, jeder sieht. Das heißt, wenn wir die Atome abkühlen, unsere Luft abkühlen einfach, dann wird sie flüssig. Ja? Aber dann ist sie noch immer 200 Meter pro Sekunde schneller. Sie ist noch nicht viel langsamer geworden. Wenn man die kälteste Flüssigkeit macht, wenn man diejenigen Atome nimmt, die man am tiefsten abkühlen kann, bevor sie flüssig werden, nämlich Helium, ja, dann sind wir bei 4 Kelvin und dann sind wir noch immer 45 Meter pro Sekunde schneller. Das ist noch immer unheimlich schnell. Das braucht 2 Sekunden, bis es da durch ist. Da kann man auch noch nicht lange gut hinschauen. Ja? Und wenn wir das wirklich abkühlen wollen, sodass wir ganz langsam gehen, sodass wir so schnell wie wir gehen, dann muss man auf 2000stel Grad abkühlen an den absoluten Nullpunkt. Und wenn wir ganz langsam anschauen wollen, dass sich das nur wie mit Zentimeter pro Sekunde bewegt, so ganz langsam, dann muss man auf 1.000.000stel Grad abkühlen. Also praktisch ganz, ganz, ganz tief abkühlen. Und die Frage war, wie kann man denn das machen? Also bis zu flüssigem Helium abkühlen, das hat man relativ schnell gehabt. Das hat man vor ungefähr 100 Jahren, konnte man diese ganzen Flüssigkeiten machen, die ganze Gase von Flüssigkeiten und abkühlen bis ungefähr 4 Kelvin. Da kann man vielleicht noch ein bisschen kälter machen, aber irgendwann einmal war man da sozusagen am Ende. Und dann, wenn man das, die Atome ganz, ganz kalt machen musste, wollte man sich immer weiter anschauen. Vielleicht schauen wir noch einmal ein paar Sachen an, was man mit dem flüssigen Stickstoff noch oder flüssigen Wasser noch machen kann. Also das ist, eins muss ich sagen, das ist natürlich nicht ganze flüssige Luft, denn wenn da Sauerstoff drinnen wäre, flüssiger Sauerstoff drinnen wäre, dann hätte ich das nicht herbringen können, weil das ist extrem explosiv. Ja? Nur der flüssige Stickstoff, der größte, unsere Luft besteht aus Stickstoff und Sauerstoff, nur der flüssige Stickstoff ist sozusagen etwas, das auch zuerst kalt wird. Zum Beispiel, jetzt haben wir Folgendes, können wir Folgendes machen, was bedeutet, wenn man was einfriert und ein Experiment, wir können zum Beispiel das mal einen Handschuh nehmen, ja? Einen richtigen Plastikhandschuh, wenn wir den in den flüssigen Stickstoff legen. Und das. Seht ihr, das klingt wie. Das ist dieses ganz. Das wird so hart gefroren, dass es praktisch wie ein Glas ausklingt. Das Ganze, wenn man das mit einer Rose macht. Schau mal hinein, da kocht es natürlich einmal richtig, man sieht, wie das da kocht. Ja? Darf man das ein bisschen abkühlen, richtig schön abkühlen? Ein bisschen hört es, ein bisschen brodelt es noch, oder? Muss man ein bisschen warten, bis es richtig, richtig kalt wird. Ja? Die Rose ganz, ganz fest gefroren, schaut eigentlich schön aus. Ja? Sie bricht wie Glas, weil sie so ganz fest gefroren ist. Ja. Das heißt, wenn man Dinge einfach einfriert, ganz, ganz fest friert, wenn man das in den Kühlschrank gibt, dann funktioniert das noch nicht. Ne? Das muss man wirklich ganz, ganz fest einfrieren und dann kann man das dann abkühlen. Oder man kann es eigentlich bei einem Luftballon, wenn man den in den flüssigen Stickstoff gibt, dann wird die Luft immer kleiner, 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 zieht sich zusammen. Wie sieht es aus? Und jetzt wird die Luft wieder warm.
und er dehnt sich wieder aus. Das kann man nochmal machen, oder? Da sieht man, das friert ein, flüssig Stickstoff, da wird das, ist dann innen auch flüssig Stickstoff, da ist flüssige Luft drinnen. Und nachher geht es wieder, die ganze Luft ist weg, ne? Und hört ihr das Knacksen? Das ist wieder mein ganz festes. Darf ich kurz was dazu sagen? Sie sollten ja vielleicht sagen, dass das keiner nachmachen sollte, wenn die Finger da reingreifen. Ja. Also da keine Sorge, da wird. Da kommt auch dann niemand hin. Ja, also nicht unbedingt da. Also so etwas transportieren ist schon einmal sehr, sehr gefährlich, weil natürlich, wenn das so kalt ist, wenn man das auf den Körper bekommt und in großen Körpermengen, da kann man sich sehr stark verbrennen und sehr stark auch in der Seite. Man muss da aufpassen, dann hat er seine Brille aufgesetzt und alles und ich stehe da ganz weit weg, dass da nichts passiert. Ja? Und das ist auch ganz weit weg. Also da, keine Sorge, also so Sachen natürlich nicht machen, aber man kann das auch nicht, man kriegt das auch nicht zu kaufen, man kriegt das auch nicht zu Dingen. Das ist, ja, für den Haushalt gibt es das Gott sei Dank nicht. Oder? Wir können nachher schauen, dass das wieder alles wieder ganz weich geworden, oder? Genau. Gut. Das heißt, wir müssen diese so abkühlen. Jetzt kann man sich mal überlegen, was ist denn mit Temperaturskala? Es gibt, wenn wir uns überlegen, was gibt es denn an verschiedenen Temperaturen? Ganz heiße Temperaturen sind im Inneren der Sonne zum Beispiel. Die Oberfläche der Sonne, da haben wir die Raumtemperatur. Und wenn wir die Atome ganz kalt machen wollen, dann müssen wir sie bis da hinunter abkühlen. Und die kälteste Temperatur zum Beispiel bei uns in unserem Labor, die sind irgendwo da ganz unten. Ja? Und jetzt wollte ich einmal ganz kurz vielleicht nochmal erklären, wie kann ich denn einfach, was muss ich denn machen, damit die Atome hier abgekühlt werden. Und das, was ich jetzt versuche ganz kurz zu erzählen, das waren 3 Nobelpreise in den letzten 20 Jahren. Ja? Ja, das hat, da haben viele Leute daran gearbeitet und das ist die Frage war, wie kann ich diese Dinge kalt machen? Einerseits müssen wir natürlich aufpassen, wenn ich es einfach nur abkühle, die Atome, dann wird es einfach flüssig. Das heißt, ich darf nicht einfach nur alles abkühlen, dann wird es flüssig und wird es fest und ich kann damit nichts weitermachen. Das heißt, ich muss die Atome irgendwie einzeln mir anschauen, also wenn ich es einfach nur abkühle, dann kriegt man, wie gesagt, den flüssigen Stickstoff da. Das sind diese, haben wir hier die Flüssigkeit, die da drinnen sitzt und die man einfach ausleeren kann, weil das einfach vorher gezeigt hat. Ja? Das kann ich in einem Kühlschrank machen, aber das, was ich jetzt erzählen möchte, ist, man kann, um jetzt wirklich Atome ganz stark abzukühlen, muss man sie mit etwas halten. Und mit etwas halten, das sozusagen nur mit den Atomen einzeln spricht. Und was man da gemacht hat, und das war eigentlich eine ganz eine geniale Idee, die schon relativ lang ist und die eigentlich auf Einstein zurückgeht, die ist praktisch fast 100 Jahre alt jetzt, dass man einfach Atome mit Licht fängt und mit Licht versucht abzubremsen. Das kann man sich einfach so vorstellen, Licht kommt auf ein Atom und das Atom wird, das nimmt das Licht auf und strahlt es wieder ab. Und wenn Licht auch nach der Quantenphysik einfach ein Teilchen ist, stellt ihr das so vor, wie ein Atom nimmt das Licht auf. So wenn jemand zu euch einen Ball schickt und den ganz schnell einen Ball hinschickt und ihr fangt ihn, dann kriegt er auch einfach, wird auch einfach zurückgeworfen. Und wir können das jetzt einmal schauen. Und da wollte ich jetzt einmal was zeigen, wie man sich das anschauen kann. Kurz einmal. Und das ist auch etwas, was ihr selber ausprobieren könnt. Da haben wir zum Beispiel eine Laserkanone. Die können wir da hinstellen und wenn das Atom streut, wird es abgebremst. War schon ein bisschen zu spät. Müssen wir warten, bis wieder eines kommt. Da kommt eines.
Wenn man das gestreut, kann ich es abbremsen. So, es ist praktisch, steht das Atom hier. Dann kann ich es auch noch zurückschicken. Ne? Ich kann mit dem Licht Atome einfach, dadurch, dass ich Licht an den Atomen streue, kann ich sie einfach abhalten und abkühlen. Ja? Und dann muss ich was anderes noch machen. Entschuldigung? Ja? Ich habe nur eine Frage. Meinen Sie jetzt, dass du jetzt weit im Fernsehen stehst und dein Kollege das hier macht, dass dein Kollege das Opfer ist, oder? Was? Was jetzt? Du stehst ja weit weg. Darum meinst du dann, dass das Kollege das Opfer ist und du einfach... Weil du hast es ja geplant und musst doch wissen, dass nichts schief geht, oder? Was soll nicht schief gehen? Naja, wenn das schief geht, dann... Was machst du dann? Zahlst du dann deine Krankenversicherung, oder? Also, nein. Da gibt es, da hat man sich die Brillen aufgesetzt und das hat man vorher ausprobiert. Naja, wird deine Brille was bringen, wenn etwas explodiert? Na, wenn nicht, aber wir machen ja keine Sachen, die explodieren, ja? Dann ist ja alles gut. Ja. Also, wir müssen dann noch die Atome wirklich, wirklich einzufangen. Wenn wir sie so abkühlen, dürfen wir sie natürlich nicht, dann müssen wir irgendwo halten. Und was ich jetzt nachher dann zeige, wäre verschiedene Sachen. Man kann sie einfach einfangen mit dem Laserlicht. Man kann sie einfangen mit einer magnetischen Flasche. Und das kann man schön zeigen, weil da gibt es ein wunderschönes Spielzeug. Das vielleicht hat das jemand schon gesehen. Hier steht sowas, das können wir nachher dann noch ausprobieren. Ein Levitron, wo es einen schwebenden Kreisel gibt. Der funktioniert genauso, so wie wir diese Atome einfangen. Und dann haben wir nachher noch anders gezeigt, wo wir auch eine andere, zweite Falle haben, wo wir zeigen können, wie das ausschaut, das Atom einfallen. Das zeigen wir dann zum Schluss. Kann man das zum Schluss herzeigen. Das heißt, wir können diese Atome, damit sie nicht zu dieser Flüssigkeit werden, ja, oder damit sie nicht zu einem Festkörper werden, müssen wir sie einfach mit etwas halten, das verhindert, dass sie zu einer Flüssigkeit werden. Das eine kann man mit dem Licht machen. Und dann schauen wir jetzt, kann man... So. Jetzt haben wir jetzt da einfach Lichtstrahlen, die von jeder Richtung kommen. Und wenn die Lichtstrahlen von jeder Richtung kommen, dann kann man, können Sie sich vorstellen, dass von jeder Richtung die Atome streuen. Und wenn Atome da hineinfliegen, dann kann man das so einstellen, dass viele einfach gekühlt werden und da hängen bleiben. Und wenn man also ein bisschen aufpasst, ein bisschen länger wartet, sieht man, dass das immer mehr Atome da einfach drinnen bicken bleiben. Das ist so wie halt, wenn ihr eine Kugel nimmt und die läuft durch einen Honig durch, dann bleiben sie auch alle. Würden diese Kugeln alle auch leider drinnen liegen bleiben. Ja? Man nimmt das Laserlicht und das Laserlicht muss man die richtige Farbe nehmen und die richtige Lichtintensität nehmen und dann bleiben die einfach da drinnen bicken. Und die ganzen Atome fallen dort hinein und das Wunderbare ist, dass die Natur das so gemacht hat, dass diese Atome, die dort sitzen, sind so kalt, die sind nämlich nur mal ein Millionstel des Grads kalt. Die sind so, die werden genauso kalt, wie man sie wirklich braucht, um sie genauer anschauen zu können. Ja? Das ist irgendwie so eine, normalerweise ist es so, dass man irgendwelche Ideen hat und dann überlegt man sich was und dann gehen die Sachen lang nicht so gut, wie man sich theoretisch das überlegt hat. Hier ist es so gewesen, dass die Sachen viel besser funktioniert haben, als man sich am Anfang wirklich überlegt hat. Mir hat jetzt natürlich drei Teile draufgekommen, warum das so gut geht, aber das ist mehr oder weniger so ein glücklicher Zufall gewesen, dass die Natur sehr, sehr gnädig war zu uns und eine Methode gegeben hat, mit diesem Licht diese Atome einzufangen und unheimlich gut zu kühlen und zu halten. Und man kann dann auf diese Art und Weise sehr viele von diesen kalten Atomen machen.
Wenn man jetzt eine ganze Menge solcher kalte Atome hat, dann können wir das anders probieren, dann können wir sie mit einer Magnetfalle einfangen. Und Atome sind, stellt euch vor, sind ganz kleine Magneten. Und wenn man dann das Magnetfeld einschaltet, dann kann man die Atome einfach einfangen. Da hat man wie eine Flasche. Aber es ist eine Flasche ohne Wand. Es ist eine Flasche, das Magnetfeld, das man hält, ist eine Flasche dafür. Und dann werden die Atome in dieser Flasche eingefangen und so kann man sie ganz lange halten, ohne dass man sie sozusagen wieder aufwärmt. Denn wenn die Atome so ganz kalt sind, sie kommen mit irgendeiner Wand in Berührung, dann sind sie sofort zu warm wie diese Wand wieder. Ja? Man kann diese Atome halten und man kann sie dafür Minuten drinnen halten in diesen Fallen. Und dann kann man noch etwas anderes machen. Wie kann man denn noch abkühlen? Das hat jeder von euch gemerkt, wenn er aus der Badewanne kommt oder aus dem See kommt und draußen geht der Wind, was passiert dann? Es wird kalt, genau, es wird kalt. Und wisst ihr, warum das funktioniert? Warum das kalt wird? Was passiert denn da? Wer hat eine Ahnung? Was passiert da? Ja? Was passiert da? Wenn man aus einem See kommt und es geht raus der Wind, dann wird einem kalt. Kann sein, wenn das Wasser sehr warm ist, das eigentlich nicht so häufig der Fall ist. Ist aber vor allem, weil das Wasser kühler ist und man geht dann in den wärmeren Raum und der Raum erscheint für einen immer noch kalt. Ja, noch eine Idee, warum das? Das Wasser verdunstet auf der Haut und dadurch wird einem kalt. Genau. Ja, sehr gut, ja. Ja. Und warum wird wenn das Wasser verdunstet, was passiert denn genau? Sie haben noch eine Frage. Ja. Ich wollte sagen, weil dann das Wasser abkühlt. Ja, warum kühlt das Wasser ab? Weil der kalte Wind kommt. Ist der Wind kalt? Weil du gesagt hast, weil der Wind weht. Der Wind weht, genau. Naja, das, was passiert, ihr könnt euch erinnern, ihr habt gesagt, ungeordnet, die Bewegung ist ungeordnet. Temperatur ist ganz ungeordnete Bewegung. Und wenn ich jetzt immer wieder die schnellsten dieser Atome wegnehme, dann wird der Rest ja im Mittel immer langsamer und kälter. Und jetzt genau das, was passiert. Wenn ich an der Oberfläche ein Wasser habe, ja, und jetzt das Verdampfen ist genau, da kommen, durch das Verdampfen kommen die wärmsten Moleküle, die wärmsten Atome heraus. Und wenn ein Wind geht, dann nimmt dieser Wind sozusagen die schnellen Atome möglichst schnell weg und damit bleiben nur die kalten Wassermoleküle bleiben auf der Haut drüben. Wir können das zeigen, und zwar das kann man relativ einfach und schön zeigen. Wir haben da ein Messgerät, das hat das zeigt uns die Temperatur an, und hier haben wir einen Temperaturfühler und ein Löschblatt, und jetzt haben wir da 29,9 Grad, 21 Grad. Ja? Und jetzt machen wir was Folgendes. Anstatt Wasser gebe ich was drauf, was leichter verdampft. Das ist ein Alkohol. Geben wir das da drauf und jetzt erst einmal so, jetzt schon einmal ein bisschen kühler, und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann mit meinem Atem draufblasen. Sind wir 12 Grad kalt geworden. Obwohl das, wo ich draufblase, ist ein ganz warmer Wind. Mein Atem ist ungefähr 35 Grad. Ja? Aber nur durch das Verdampfen, wenn man das ganz schnell hin und her wackelt, dann wird es noch kälter. Ja? Dann haben wir 9 Grad zum Beispiel. Ja? Oder 8 Grad. Ja? Hopp, das ist verschwommen. Ja? Also durch dieses Verdampfen, ja, und das ist das, was ihr praktisch immer spürt, was ihr relativ selber leicht spüren könnt, kann man sozusagen die schnellsten Atome herausnehmen. Das gleiche
wenn ihr eine Tasse Tee im Frühstück habt oder einen Kakao und den zu lange stehen lasst, dann wird er kalt. Ja? Und viel davon ist einfach, dass die schnellen Atome kommen aus dieser Flüssigkeit heraus und der Rest wird einfach kälter. Und das haben sich die Physiker auch zur Verfügung, auch die Idee gehabt dazu, das zu verwenden. Und das werden wir jetzt ausprobieren. So, jetzt haben wir da so eine Falle mit Magnet. Eine Falle, und da haben wir viele, viele Atome drinnen. Und da links ist aufgezeichnet, wie groß ist die Energie, die mittlere Energie der Teile. Wir können jetzt die Falle immer kleiner machen, sodass die Schnellen einfach hinten rausfliegen können. Ja, das ist genau das, was man im Experiment dann auch macht. Gehen wir da ein bisschen hinunter. Ja, so. Jetzt da fliegen die Schnellen heraus und die Temperatur wird kälter. Da ist die Temperatur aufgezeigt. Ja. Machen wir noch ein Stückchen kälter. Immer ganz langsam hinunter. Wenn die Schnellatome fliegen hinaus. So, die Schnellatome fliegen hinaus, wird immer kälter, immer kälter. So, immer schneller, immer kälter. Wie kalt kann das werden? Hopp, was ist jetzt da passiert? Ja? Da ist jetzt was ganz Komisches passiert. Das ist etwas auch, was Einstein schon vorhergesagt hat, dass wenn man nämlich diese Atome kalt und kalt und kälter und kälter macht, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt alle Atome sich genau gleich verhalten. Das war eine ganz verrückte Vorhersage, indischer Physiker Bose gemacht hat, der gesagt hat, er hat ganz komische Sachen gefunden, seine Überlegungen, hat das einzeln geschrieben und beide haben dann zusammen sozusagen sind herausgekommen, dass ja, wenn man Atome abkühlt und abkühlt und abkühlt, dann irgendwann einmal fallen sie alle in genau den gleichen, verhalten sich alle genau gleich, wird ein ganz anderer Zustand von Materie, das nennt man Bose-Einstein-Kondensat. Das ist jetzt etwas. Einerseits könnte ich, das ist ganz was Komisches, oder? Aber man kann die abkühlen und plötzlich verlieren die Atome total ihre Identität und werden, verhalten sich ganz genau gleich. Das ist einfach, alle Atome zusammen verhalten sich wie ein einziges Quantenobjekt. Dass das nicht so abwegig ist, es gibt verschiedene Effekte, wo das genauso ist. Lichtteilchen können das auch machen. Und wenn das Lichtteilchen macht, dann ist es ein Laserstrahl. In diesem Laserstrahl, in dem grünen Laserstrahl hier, das Charakteristische für den Laserstrahl ist, dass alle diese das Lichtteilchen, die rauskommen, genau gleich sind. Nicht so wie in der Lampe da. In dieser Lampe da ist jedes anders. Ja? In dem grünen Laser sind alle genau gleich. Ja? Das Gleiche passiert ja mit diesen Atomen und dann wenn sie plötzlich ganz kalt und dann haben sie Temperaturen, das sind die kältesten Temperaturen, die man erzeugen kann. Genau. Und wie gesagt, das ist. Und mit diesen Atomen kann man dann sehr, sehr viele Experimente machen. Ich glaube, jetzt ist es schon relativ bald Zeit. Wir werden vielleicht noch ein paar andere kleine Sachen herzeigen. Über den Anfang erstmal möchte ich hier zeigen. Dieses Spielzeug, das weiß ich, ob das jemand schon gesehen hat. Ich habe jetzt das erste Mal einen kleinen Movie davor und danach können wir das direkt zeigen. Dieses Levitron, das ist ein Kreisel. Und dieser Kreisel schwebt in dem Magnetfeld eingefangen. Genauso wie die Atome. Und der Magnetfeld eingefangen an Schweben. Das ist ein unheimlich, da muss man sich viel üben, dass das wirklich so schön funktioniert. Wir können das nachher probieren. Und
das kann dann vielleicht, wir haben dann den Stickstoff eh weggestellt, wer dann das ausprobieren will, kann man das vielleicht selber auch einmal probieren. Und es ist ein recht schönes, einfaches Spielzeug. Das zweite, wie man Sachen einfangen kann, ja, dass das nicht so einfach ist, man kann auch, da muss man alle möglichen Tricks anwenden, aber ein ganz einfacher Trick ist, das kann man auch mit elektrischen Feldern Teilchen einfangen, da hat man legt man eine Spannung an einen Ring an und eine Wechselspannung an diese beiden Dinge an, dann kann man in der Mitte Teilchen einfangen und dann gibt es auch einen schönen Film, den kann ich nachher auch herzeigen. Und man hat sozusagen dann auf diese Art und Weise die Möglichkeit, Teilchen einzufangen. Und wir haben hier, sieht man das hier, wir haben zum Beispiel eine so eine Falle, die haben wir bei uns, die wir bei uns in den Vorlesungen auch herzeigen. Da sieht man das Ding. Und hier seht ihr eins, ein ganz kleines Teilchen eingefangen. Seht ihr, wie das hin und her rutscht? Ja? Kann man noch mal andere einladen? Nicht das? Das ist wieder ausgefallen. Vorführeffekt. hier. Da fliegt wieder. Das ist eingefangen und schwebt da drinnen. Genauso, das ist so ein Ring und das schwebt. Das heißt, auf diese Art und Weise kann man Teilchen einfangen. Wie gesagt, wenn sie eingefangen sind, dann können wir sie einfach verdampfen. Und danach, das haben wir vorher schon gezeigt, wenn man das im Experiment macht, dann kann man... Genau, was man hier sieht, wenn man Atome abkühlt, dann kann man die anschauen, eine Wolke anschauen, wenn sie alle hinunterfallen, dann bleiben sie alle in einem einzelnen Punkt sitzen. Und das sind so Daten für dieses Experiment. Haben drei Leute den Physik-Nobelpreis bekommen. Das hat sozusagen erst ein ganzes, aus dem ist mittlerweile ein riesengroßes Wissenschaftsgebiet geworden, das extrem spannend ist. Und vielleicht wollte ich damit jetzt einmal noch abschließen, dass wir noch, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt dazu. Wenn man irgendeine Flüssigkeit ja. in einem Behälter tun würde und die ganze Zeit Wind drauf blasen würde, wäre dann das einfach irgendwann komplett weg, weil alle Atome weggeweht wurden? Okay. Ja, kannst es ausprobieren, aber kann auch, meinte, die Haare trocknet man natürlich auch damit zum Beispiel. Ne? Denn wann verdampft Wasser? Wasser verdampft bei 100 Grad. Wenn dein Kopf 100 Grad weisen würde, das täte dir furchtbar weh. Ja? Wenn du nämlich ein heißes Badewannenwasser hat, vielleicht 40 Grad. Ja? Und trotzdem kannst du deine Haare trocknen, indem du einen Wind drauf bläst, der warm ist, oder vielleicht 50 Grad oder 40 oder 50 Grad. Ja? Und das verdampft alles, bis alles trocken ist, bis alle weg sind. Ja? Oder auch, es geht auch umgekehrt. Oft seht ihr, dass, wenn es ganz, ganz kalt ist und es gibt Schnee, dann geht der trotzdem weg. Ja? Wenn ein starker Wind geht, der kann entweder weggeweht werden, aber selbst wenn er nicht weggeweht wird, wird er immer weniger, weil einfach das verdampft. Ja? Auch vom Festkörper kann es einfach verdampfen. Ja? Also wenn man aus Luft Flüssigkeit machen kann, kann man dann auch aus Flüssigkeit Luft machen? Ja, wenn man, also, naja, aus so einer Flüssigkeit, aber aus Wasser kann ich nicht Luft machen, sozusagen, aber Wasser kann ich Wasserdampf machen.
Weil wenn man jetzt aus den Atomen einen flüssigen Stickstoff macht, kann man dann den flüssigen Stickstoff auch wieder in die Atome zurückverwandeln? Ja, genau. Das passiert ja da. Wenn wir das hier herausleeren, ja, dann ist es so warm, ja, dann verdampft das ja wieder. Dann verdampft dieser Stickstoff und es geht wieder weg. Seitdem man das jetzt lange Zeit da stehen lässt, natürlich kann ich nur Stickstoff abkühlen und einen flüssigen Stickstoff machen und dann kommt wieder Stickstoff zurück. Ja? Ich kann nicht ein anderes Atom oder Molekül daraus machen. Ja? Aber ich kann Heliumgas abkühlen, flüssiges Helium machen, wieder aufwärmen. Ich kann Kohlendioxidgas abkühlen, wieder aufmachen. Ja? Und wenn man jetzt diesen flüssigen Stickstoff rausleert, also ab welchem Zeitpunkt verdampft das? Wie bleibt es drinnen, wenn die Öffnung oben offen ist? Es verdampft dann, wenn es mit etwas Warmer zusammenkommt und eine Raumtemperaturfläche ist ganz, ganz warm, ja, für den Stickstoff. Alles, was wärmer ist, flüssig Stickstoff wird flüssig bei minus 200 Grad Celsius. Wenn man ihn auf minus 190 Grad Celsius aufwärmt, dann verdampft er. So wie Wasser ist flüssig bis 100 Grad Celsius. Wenn man es darüber macht, dann verdampft das Wasser, dann kocht es. Und dieser flüssige Stickstoff kocht. Genauso. Ja? Ja. Wieso wurden eigentlich die Atome in dieser Magnetfeldfalle eigentlich immer langsamer? Sie sind eigentlich abgekühlt worden. Ja, genau, weil wir die schnellsten Atome, die ganz schnellen Atome, die sind immer weg, die sind nach außen weggeflogen. Und wenn die Schnellen weggehen, dann bleiben die Langsamen über. Das heißt, wenn wir das lang genug stehen lassen würden, würde irgendwann mal alles leer sein. Also, wenn man es lang genug stehen lässt, dann bleiben nur die richtig kalten über. Aber es dauert und dauert immer und immer länger. Ja? Aha. Also zuerst gehen die ganz schnell raus. Das gehen die ganz dann schnell gehen raus. Die mittelschnell und am Ende und dann dauert es immer länger, bis die einzelnen rausgehen. Im Prinzip kommt. Es bleibt zum Schluss ein paar werden überbleiben. Es braucht. Temperatur ist nicht nur ungeordnete Drehung, sondern Temperatur hat auch immer eine bestimmte Verteilung. Da gibt es ein paar langsame und ein paar schnelle. Ja? Und je kälter es wird, desto unwahrscheinlicher wird es, ein schnelles Atom zu finden. Und desto länger braucht es sozusagen das Leben. Genau. Und wie geht das jetzt, dass das offen ist und trotzdem nicht verdampft, wie wenn man es rausleert? Oh ja, wenn man da hineinschaut, da wird die Luft unheimlich kalt da drinnen. Wenn ich da hineingreife mit meinem Finger, dann merkt man, dass diese Luft, die da drinnen steht, sehr, sehr kalt ist. Und da bildet sich ein See von ganz kalter Luft drüber, der das isoliert. Und wenn man genau hineinschaut, dann kocht es ganz leicht drinnen. Es kocht ganz leicht drinnen und das, was man sieht, was da herausläuft, seht ihr das? Das ist diese kalte Luft, die da rauskommt. Ja? Oder hier sieht man das besser an dieser Schale da, wenn das nicht so gut. Da seht ihr, wie die Luft hinten rauskommt. Das ist diese kalte Luft. Und warum fällt die hinunter? Weil sie kalt ist und sie ist dichter. Weil das Warme nach oben geht. Das Warme geht nach oben, das sieht man schön, wie das da runterfällt. Ne? Es verdampft und kommt heraus und fällt hinunter. Ja? Noch eine Frage. Sie haben ja vorher gesagt, wenn beim Transport irgendetwas passiert, wenn es auf eine größere Körperfläche kommen wäre, dass man sich dann verbrennen kann. Wie soll das funktionieren? Also weil es ist ja eigentlich sehr, sehr kalt und die Wahrscheinlichkeit, dort ein warmes Teilchen zu finden, ist niedrig. Sehr, 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 sehr gute Frage. Aber wenn man wenn auf die Haut etwas kommt, das ist zu kalt, dann ist die Verletzung, die man bekommt auf der Haut, fühlt sich genauso an, wie wenn man verbrannt hätte. Ja? Ach so, es ist einfach. Also es ist bei uns nie so richtig kalt. Aber wenn man zum Beispiel im Norden von Amerika ist, da gibt es
da gibt es typischerweise in zentral in Chicago oder irgendwo, da kann es auch einmal minus 30 oder minus 40 Grad bekommen. Und das, was alle Leute sagen, wenn du minus 30 oder minus 40 Grad hast, darfst du nicht hingehen an Metall angreifen, da bleibst du bicken. Frierst du an. Und dann kannst du dir, das ist wie wenn man das, sich die Hand verbrannt hat. Wenn es wirklich ganz, ganz kalt ist. Das heißt, das ist einfach eine Verletzung, das ist einfach genauso eine Verletzung. Die Haut wird geschädigt, weil es entweder zu heiß ist, oder wenn es zu kalt ist. Ja? Das heißt, es ist eigentlich eine Erfrierung, nur halt, die halt genauso aussieht und wehtut und also eigentlich genau gleich ist wie eine Verbrennung. Ja, genau. Wenn man mit diesem ganz, wenn es so ganz kalt wird, ja. Also ich habe mal einen Eiswürfel gelutscht und der ist mir auf der Zunge picken geblieben und als ich dann runtergerissen habe, da hat es dann auch gebrannt. Also es war nicht sehr angenehm. Ja, ja, das glaube ich, ja. Das ist besser mit Eiscreme, ist nicht so kalt, ne? Meine Güte. Noch ein paar Fragen. Ah ja, vielleicht sollen wir fragen, was wird denn passieren, wenn man diesen flüssigen Stickstoff in Wasser hineinleert? Wer hat eine Idee? Ja? Er verdampft, okay. Was passiert noch? Ich wollte fragen, was ist das für ein Berg da auf der Welt? Ah, das der sind immer die, höher wird? Das sind. Ja, das ist eine Darstellung davon, wenn die Atome sich sehr ungeordnet bewegen, dann ist es sehr breit. Und wenn sie kälter und kälter werden, dann wird das schmäler und schmäler und zum Schluss, wenn dieser große Berg, ist das, was wir vorher gesehen haben, wenn alle Atome einfach in diesem Mund ganz fest zusammensitzen. Also was passiert, wenn man das da haben wir hier Wasser drinnen. Was passiert, wenn man da Stickstoff hineinleert? Ja. Es brodelt total auf. Es brodelt auf, ja. Es wird zu Eis, okay. Es verdampft. Es verdampft, ja. Es wird gefrieren. Es wird gefrieren, genau. Dann probieren wir es einmal aus, schauen wir mal. Flüssig Stickstoff verdampft. Ja. Wegblasen sieht man es. Der kocht drin. Ne? Da sieht man den flüssigen Stickstoff, wie er kocht im Wasser. Wenn er das wegbläst. Und gleich ist er weg. Der sitzt an der Oberfläche von dem Wasser und verdampft. Und rundherum gibt es natürlich ein bisschen Eis. Ich habe. Ja, war das? Da habe ich schon. Zeig das in die Kamera. Das ist ein bisschen Eis geworden, wo der flüssige Stickstoff drauf war. Gut. Ja. Noch? Ja. Wie sind die Menschen eigentlich draufgekommen, dass es die Atome gibt? Wie sind die Menschen draufgekommen, dass es die Atome gibt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Erstens einmal ist man draufgekommen, dass wenn man bestimmte Materialien zusammengibt, in bestimmten Verhältnissen sich chemische Elemente bilden, also verschiedene Moleküle bilden. Und daraus hat man schon mal gewusst, dass sich Moleküle aus Stoffen zusammensetzen. Und dann hat man hat verschiedene Theorien gemacht und unter anderem war ganz wichtig, dass auch in Wien hier der Herr Boltzmann, der sehr viel darüber sich nachgedacht hat, was ist denn Temperatur? Und um das richtig zu verstehen, musste annehmen, dass es Atome gibt. Und zum Schluss hat sie dann, irgendwann einmal hatten sie gesehen, ja? Das war ist immer eine Stufe nach dem anderen, hat man gemerkt, dass es halt
diese Atome gibt, dass es Atome gibt, die dann das Festkörper aus einzelnen Teilen bestehen, aus einzelnen Elementen, die kleinsten Elementteile bestehen. Also das war nicht von einmal auf den anderen, dass man das gesehen hat. Ja? Aber es hat jetzt sehr, sehr lange gedauert und es hat Generationen von Leuten gegeben, die bis aufs Blut sozusagen gestritten haben, ob es jetzt wirklich Atome gibt oder ob es nicht gibt. Also vor 100 Jahren war das noch ein ganz großer Streitpunkt, oder 120 Jahren. Ja? War es ein ganz großer Streitpunkt. Ja? Und dass Sie sagen, in der Wissenschaft ist es immer so, da gibt es nicht sozusagen einen Punkt, wo man dann plötzlich einmal alles weiß. Es sind oft geht das um mehrere Generationen von Leuten, die nachdenken und sozusagen sich Ideen hat und Fehler ausbessert und so weiter, dass es eins nach dem anderen gibt und zum Schluss kommt ein wunderschönes Bild heraus. Und das ist oft dieses Bild, was wir dann sozusagen lernen und lehren, ist oft entstanden über mehrere Generationen von Wissenschaftlern, die ganz lange gearbeitet haben. Aus was sind die Atome? Die Atome selbst? Das ist eine gute Frage. Irgendwann mal ist man drauf gekommen, dass die Atome ja nicht nur dass sie selbst wieder aus etwas bestehen. Und zwar, die Atome haben einen Kern, einen Atomkern, und die haben rundherum geladene Teilchen, Elektronen. Und man muss sich das so vorstellen wie ein kleines Planetensystem, wo oben drunter nur ein Kern, der ist positiv geladen, die Elektronen sind negativ geladen, die kreisen rund um diesen Kern. Was man mittlerweile weiß, die Elektronen, da weiß man noch nicht, ob die jetzt wirklich noch eine, ob man die noch einmal aufteilen kann, kleiner sind. Die Atomkerne weiß man, dass man sie aufteilen kann. Ja. Und das besteht dann aus zwei Protonen und Neutronen, die kann man wieder aufteilen und die kann man dann wieder aufteilen. Und wie weit das hier runtergeht, in welcher kleinen, weiß nicht, wie weit es da weitergeht. Mittlerweile hat man ein sehr komplexes und sehr schönes Bild davon, wie die Natur aufgebaut ist. Aber irgendwann einmal, man weiß nicht, bis zu einer bestimmten Grenze kann man das machen. Dazu braucht man immer größere Mikroskope, um da immer genauer hineinzuschauen zu können. Und ja, vielleicht entdeckt einer von euch, wie das weitergeht.